ist. Ich darf aber anfänglich ein wenig zurückblicken. Sie können sich erinnern an die Jahre 2009, 2010, insbesondere in der Situation, dass wir auf die Krisen, auf die Entwicklung nach 2008 vier Sanierungspakete in der Höhe von über 880 Millionen Euro geschnürt haben. Und da war die Gebäudesanierung und der sogenannte Sanierungsbonus und eine Incentive-Förderung für verschiedenste ökologische Maßnahmen ein ganz ein wesentlicher Anteil. Wir haben in diesen einzelnen Abschnitten ungeheuer viel beitragen können für eine gute Situation der regionalen Aufträge. Wir haben viel beitragen können, dass sich viele Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher überlegt haben, ihre Heizsysteme zu tauschen, auf alternative Energien umzusteigen oder auch ihr Haus oder ihre Wohneinheit dementsprechend thermisch zu sanieren. Wir haben gesehen, dass wir mit diesen Incentive-Förderungen für die einzelnen Teile, ob das jetzt eine Heizkessel-Tauschaktion gewesen ist oder die Förderung für die Photovoltaikanlage, dass wir da hier auf einen richtigen Zielpunkt gesetzt haben. Das war richtig, um auf der einen Seite diese Systeme ins Bewusstsein zu rücken, was sie für eine wirtschaftliche, aber auch für eine ökologische Wirkung haben. Und auf der anderen Seite war es auch notwendig, um diese Systeme auch quasi bekannt zu machen und die Leute zu animieren, doch hier zuzugreifen. Wir bleiben aber ein wenig bruchstückhaft. Und wenn man sich ansieht, die Gesamtsanierung, dann lagen wir in diesen Jahren in etwa bei 8000 Wohneinheiten und haben uns nur in der laufenden Zeit etwas weiterentwickeln können, weil wir das vor allem im Wohnungsbau stark gefördert haben, dass auch schlussendlich eine gesamtheitliche Sanierung stattfindet. Und das ist für uns natürlich jetzt dieses Thema, eine neue Sanierung konzipiert zu haben mit mehr Lebensqualität. Es geht nicht mehr um das einzelne bautechnische oder energetische Detail, sondern es geht um eine Gesamtsanierung. Wir haben insgesamt den Rahmen erhöht, der dafür zur Verfügung steht. Wir wollen damit natürlich wertvolle Energie sparen. Wir wollen damit natürlich den Menschen die Möglichkeit geben, ihre Betriebskosten zu senken. Und wir wollen natürlich damit regionale Arbeitsplätze sichern. Und das Ergebnis zeigt sich natürlich auch unserer Sanierungsbemühungen in der Statistik unserer CO2-Reduktionen. Wir haben 2006 13% gehabt. Das stellt nicht Niederösterreich fest, sondern das Umweltbundesamt. Wir haben 2007 unser Kyoto-Ziel, wie ich schon öfters bemerken konnte, mit 17% erreicht und liegen bei 2008 bereits bei 21%. Wenn ich Ihnen ein Beispiel gebe, wie das jetzt funktioniert an einem einzelnen Haus, Sie überlegen sich, wie Sie die dementsprechenden Außenwände und die oberste Geschossdecke sanieren, haben insgesamt mit Teilerneuerung der Fenster und einer neuen Heizungsanlage einen Kostenaufwand von 64.000 Euro. Und jetzt wird das durchgerechnet, um wie viel wird die energetische Leistung jetzt besser. Und das ist eine Mindesterfordernis, dass Sie von einem Status, den Ihr Haus jetzt hat, den können Sie durch den Energieausweis dementsprechend feststellen, um 40% eine Verbesserung braucht. Das ist die Grundvoraussetzung. Wir brauchen eine energetische Verbesserung, aber vom Ausgangsstatus um 40%. Und das ist technologisch erreichbar. Auch bei alten Häusern, auch bei Häusern, die zum Teil mit Denkmalschutz natürlich gewisse Einschränkungen letztendlich aufweisen. Aber die Reduktion der Emissionen um 40%, die muss gegeben sein. Das stellen Sie fest mit dem Energieausweis. Bei einem neuen Haus ist das überhaupt keine Frage, dass wir den Energieausweis aufstellen. Bei einem schon bestehenden war das bisher nicht der Fall. Aber ich glaube, es ist an der Zeit und wir haben uns dementsprechend auch verpflichtet, auch nach einer europäischen Norm, dem nachzukommen, wenn man weiß, wie viel sein Auto auf 100 Kilometer Benzin, Super oder Diesel braucht, dann ist es, glaube ich, auch ganz wesentlich, dass man weiß, wie viel brauchen 130 Quadratmeter, 140 oder 90 Quadratmeter, die ich bewohne, wie viel Energie brauchen die im Jahr. Und daher der Energieausweis und daher diese Maßnahme, dann von der Energieausweiszahl
des bestehenden Bauobjektes minus 40%, dann kommen Sie in die Förderung hinein und da haben Sie gleich einmal Grundpunkte von 55 Punkten. Verbessern Sie um 55 Punkte, dann haben Sie also um 40%, dann haben Sie gleich einmal 55 Punkte. Tauschen Sie noch die Heizung aus, kommen 20 Punkte dazu. Haben Sie noch eine solare Wärmeaufbereitung, was heute meist der Standard ist, kommen nochmal 5 Punkte dazu, plus ein Punkt für die Beratung des Energieausweises, macht schlussendlich hier in unserem Rechenbeispiel 81 Punkte. Sie brauchen jetzt nur die Darlehenssumme, die anerkannte Darlehenssumme, dementsprechend mit den 81% schlussendlich multiplizieren, dann kommen Sie zu anerkannten Kosten und dazu zahlt das Land Niederösterreich einen dementsprechenden Annuitätenzuschuss verteilt auf die 10 Jahre. In unserem Rechenbeispiel braucht er für die Laufzeit von 10 Jahren für die 81% des Kreditvolumens von 64.000 Euro braucht er 62.000 Euro, um den Kredit in diesen 10 Jahren bedienen zu können. Das Land Niederösterreich zahlt 15.500 dazu, 10 Jahre. Ich glaube, diese Förderung kann sich sehen lassen und die zeigt, dass wir in die Richtung gehen, die notwendig ist, dass wir zu einer gesamtheitlichen Sanierung kommen, dass wir vor allem auch unser Baugewerbe und unser Baunebengewerbe damit im Wesentlichen bedienen und dazu brauchen Sie starke Partner. Sie können nur dann wirklich auch diese Sanierung als Erfolg umsetzen, wenn Sie kompetente und starke Partner haben, die auf der einen Seite in der Lage sind, den Energieausweis zu rechnen, die auf der anderen Seite Ihnen klar sagen können, welche Maßnahmen sind bei Ihrem Haus die richtigen, um dementsprechend zu einer Senkung der Energiekosten zu kommen, der Betriebskosten kommen zu können. Sie brauchen kompetente Partner, die das auch dementsprechend rasch umsetzen können und schlussendlich auch kompetent im technologischen Bereich. Und heute ist es des Öfteren bereits der Fall, dass der Baumeister und der das ausführt, auch die anderen Gewerke koordiniert. Denn der ist schon als Privatperson schlussendlich in der Lage, auch die unterschiedlichsten Gewerke hier zusammenzuführen. Und auch hier ist es mehr denn je an der Zeit, auch hier gesamtheitliche Konzepte zu entwickeln. Und daher darf ich mich auch bei der Innung sehr bedanken, die sich als Kompetenzpartner bei der Sanierung auch gesamtheitlich anbieten und hier ihre Mitglieder auch dementsprechend unterstützen und sie auch in dieser Frage auch schulen. Und wenn man sich Niederösterreich dann an der Karte ansieht und wenn man die 21% CO2-Reduktion im Jahre 2008 bereits sich vor Augen hält, dann weiß man, dass man auf dem richtigen Weg ist, um weiter das Kyoto-Ziel zu unterschreiten und gleichzeitig wirklich auch nachhaltig unsere Wirtschaft, unsere Arbeitsplätze zu stärken, unsere Wirtschaft zu kräftigen und dafür zu sorgen, dass Niederösterreich mehr Lebensqualität erhält und gleichzeitig auch die Möglichkeit hat, die Wertschöpfung im eigenen Land zu halten.